Wählen zu gehen ist das höchste Privileg in einer Demokratie. Hey, mach's doch! Geh wählen! Am 9.6. sind Kommunal- und Europawahlen. Gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben. Unterstützt vom Landkreis Oberspreewald-Lausitz und dem Familiencampus Lausitz. Hallo und herzlich willkommen zu Seenluft 24, der Tag mit den wichtigsten Meldungen vom 3. Juni. Mit einem Fest zum Tag der Nachbarn am 30. Mai wurde in Lauchhammer die neu gestaltete Außenanlage des Mehrgenerationenhauses offiziell eingeweiht. In den vergangenen Monaten wurden im Auftrag der Stadt sowohl das Gebäude als auch die Außenanlage komplett saniert. Tischtennisplatten wurden gestaltet, der Spielplatz erweitert und ein barrierefreier Zugang vom oberen Parkplatz hergerichtet. Mitfinanziert wurde das knapp 1,5 Millionen Euro Projekt von der Städtebauförderung des Landes Brandenburg. Die Zukunft des öffentlichen Personennahverkehrs im OSL-Kreis haben die Kreistagsabgeordneten an diesem Donnerstag auf den Weg gebracht. Im Kulturschiff Großkoschen verabschiedeten sie den Nahverkehrsplan bis 2035. Nach langen Vorbereitungen und einem umfangreichen Beteiligungsverfahren hat der Kreistag OSL dem neuen Nahverkehrsplan zugestimmt. Dieser gibt auf Basis umfangreicher Analysen und Bestandsaufnahmen wichtige Ziele für die weitere Entwicklung des Busverkehrs im Landkreis vor. Dazu Michael Schütze, Geschäftsführer der VG OSL. Der Nahverkehrsplan in OSL gibt da quasi den Rahmen für die Leistungen im Busverkehr vor. Das heißt, das Wie, das Wo, das Wann. Es sind ganz wichtige Komponenten, die hier darin geregelt werden. Neben zahlreichen Verbesserungen, die wir gegenüber dem bisherigen Nahverkehrsplan da drin haben, werden auch ganz entscheidend die Weichen dafür gestellt, dass wir künftig als Verkehrsgesellschaft mit eigener Flotte und mit eigenen Fahrern auftreten werden. Der Nahverkehrsplan enthält unter anderem ein Plus-Busnetz auf bestimmten Linien, Regelungen zum Einsatz umweltfreundlicher Busse bis hin zum Einsatz digitaler Fahrgast-Infosysteme an wichtigen Haltestellen. Insgesamt werden verschiedene Handlungsfelder und Maßnahmen definiert. Mit der Umstellung auf Batteriebusse rückt die VG OSL in den Fokus, denn sie soll künftig den Busverkehr als kommunaler Betrieb selbst durchführen und dafür Busse beschaffen und Fahrer anstellen. Die Änderungen im Nahverkehrsplan sind relativ umfangreich und betreffen viele Themengebiete. Das heißt, dass wir nicht alles mit Gültigkeit werden des Nahverkehrsplans umsetzen können, sondern eben über die Laufzeit die ganzen Maßnahmen schrittweise umsetzen können. Das Asyl- und Ausländeramt OSL steht unter einer neuen Leitung. Die Kreistagsabgeordneten stimmten vergangene Woche mit breiter Mehrheit für Ines Wollscheid. Sie arbeitet bereits seit Januar 2014 in der Kreisverwaltung. Zunächst als Sachbearbeiterin für Asylbewerberangelegenheiten und seit Dezember 2015 als Leiterin des Sachgebietes Asylleistungen. Zuletzt war sie bereits als amtierende Amtsleiterin tätig. Im OSL-Kreis leben aktuell rund 6.600 ausländische Staatsangehörige aus über 100 Nationen. Die häufigsten Herkunftsländer seien die Ukraine, gefolgt von Polen, Syrien und Rumänien. Schwarzheide, Lauchhammer und Großrieschen, das waren nur einige der Gastgeberkommunen für Kindertagspartys am 1. Juni. Wir haben uns in diesen drei Städten umgesehen. Vom Schlosspark in West zur Sporthalle am Wehlenteich. Diesen Weg hat das diesjährige Kinder- und Familienfest in Lauchhammer genommen. In und an der Halle gab es für Mädchen und Jungen jede Menge Möglichkeiten zum Spielen, Toben, Basteln und Malen. Auch für Unterhaltung und Abwechslung war gesorgt. Der erste Indoor-Kindertag in Schwarzheide lockte mit vielen Bewegungsangeboten, Musik und Leckereien, sodass den Kids nichts gefehlt hat. Die Stadtverwaltung hatte das Fest kurzfristig in den Seecampus verlegt. Nach der Eröffnung durch Bürgermeister Christoph Schmidt und der Musikschule Fröhlich war es für alle ein schöner und vor allem trockener Nachmittag.
Starkregen und Sonne wechselten sich beim Kinderfest an der Freiwilligen Feuerwehr im Großreschener Ortsteil Woschko ab. Bogenschießen, ein Feuerwehrparcours, Kinderreiten oder das Zelt für Mal- und Bastelspaß, Abwechslung gab es genug. Direkt vor dem Feuerwehrgerätehaus traten die Scheunensänger und Leindänzer auf. Die Schwarzheider Stadtverwaltung hat sich den nächsten Fachkräftenachwuchs gesichert. Dazu unterschrieben Ivan Schulze und Max Neumann jetzt ihre Ausbildungsverträge. Am 3. September beginnt dann ihre Lehre zum Verwaltungsfachangestellten bzw. zum Garten- und Landschaftsbauer. Die jungen Männer konnten sich zuvor im Auswahlverfahren gegen zahlreiche Bewerberinnen und Bewerber durchsetzen. Derzeitig bildet die Stadtverwaltung Schwarzheide 6 Verwaltungsfachangestellte aus und 3 Garten- und Landschaftsbauer. Und hier folgen nun weitere Kurzmeldungen. Einen Schreck in der Morgenstunde gab es am Sonntag für Mitarbeiter und Patienten im Krankenhaus Lauchhammer. Die Brandmeldeanlage hatte gegen 7.45 Uhr Alarm ausgelöst und so rückten alle Lauchhammeraner Feuerwehren und Einsatzkräfte aus Schwarzheide an. Zum Glück bestand zu keinem Zeitpunkt eine ernsthafte Gefahr, denn ein elektrisches Gerät hatte den Einsatz ausgelöst. Die Polizeiinspektion OSL bietet diese Woche wieder Möglichkeiten zur Fahrradkodierung. Konkret am Mittwoch von 9 bis 12 Uhr auf dem Marktplatz in Ruhland und am kommenden Freitag von 9 bis 12 Uhr auf dem Hessmerplatz in Lauchhammer Mitte. Wer sein Fahrrad schützen möchte, benötigt den Personalausweis, einen Eigentumsnachweis und, wenn nötig, eine schriftliche Einverständniserklärung der Eltern. Gemeinsam mit dem Freien Deutschen Autorenverband organisiert der Verein Ich schreibe, eine Schreibwerkstatt in Brieske. Sie findet vom 7. bis 9. Juni in der Gartenstadt Marger statt. Einige Texte, die dort entstehen, werden beim 12. Lausitzer Lyrikfestival im September präsentiert. Über 19 Millionen Euro erhalten die Landkreise und kreisfreien Städte in Brandenburg in diesem Jahr für verlängerte Betreuungszeiten in Krippen und Kitas. Das Geld stammt aus dem Kita-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetz des Bundes. Die Mittel fließen in Personal für die Betreuung der Kinder, die durchschnittlich mehr als 8 Stunden täglich betreut werden. So könne mit Unterstützung des Landes ein besserer Fachkraft-Kind-Schlüssel auch bei verlängerten Betreuungszeiten gewährleistet werden. Die Kreise und kreisfreien Städte konnten bis Ende März Anträge stellen für Zuwendungen in Höhe von 600 Euro pro Kind und Jahr. Und soweit unsere Meldung. Jetzt folgt hier der Polizeibericht. In Ortrand ermittelt die Polizei seit dem Wochenende wegen eines besonders schweren Diebstahls. Aus einer Garage im Wiesenweg hatten Unbekannte in der Nacht zum Samstag einen Oldtimer der Marke EMW gestohlen. Der entstandene Schaden wird mit rund 110.000 Euro angegeben. Bei einem Verkehrsunfall zwischen Ruhland und Schwarzbach wurde am frühen Samstagmorgen eine 35-Jährige leicht verletzt. Die Frau kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab und war gegen einen Baum gestoßen. Die Schäden wurden auf rund 10.000 Euro geschätzt. Und das waren unsere Nachrichten für Sie. Hier folgt nun noch das Wetter. Egal ob frühlingshaft mild, sonnig, regnerisch oder frostig. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme. Am Dienstag wird der Himmel leicht bewölkt und die Werte bleiben angenehm bei 11 bis 21 Grad. Mit Regen ist nicht zu rechnen. Mittwoch ziehen dann ein paar mehr Wolken auf und am Nachmittag gibt es den ein oder anderen Schauer. Die Temperaturen liegen bei 14 bis 20 Grad. Der Donnerstag bringt dann wieder etwas mehr Sonnenschein mit sich, ohne Schauer und Höchstwerte von bis zu 20 Grad.